Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Garden Flipper. Wir kaufen hier weiter Steine und ich hoffe, der gibt mir jetzt endlich mal noch ein paar kleinere. Beim letzten Mal hat er mir nur, geht schon wieder los, die ganz großen hier gegeben. Hier. Oh, da war ein kleiner. Aber ich will die kleineren haben hier. Mein Gott, das ist gut. Das ist schlecht. Schlecht. Gut. Warte mal, den packe ich da mit rein dann. So, dann haben wir hier. Guck mal, das sieht, wie das aussieht. Man macht den ganzen Rasen futsch. Ja, so ein großer. Nee, kommt nicht in die Tüte. Kein Kompromiss. Hallo? Jo. Oh, nur kleine. Jetzt kommen wieder nur große. Oh, Junge, geh weg. Ich habe keinen Platz mehr. Ah, da war ein kleiner. Egal, so, wir verkaufen die jetzt hier. Zack, 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 zack. Das ist ja gar nicht Sinn. Ach ja. Speichern. So, jetzt kann ich das aber noch mal ein bisschen anordnen hier. So. Schön. Ja, I want stones. Warte, andersrum. So, das, na, die Ecke hier sieht irgendwie komisch aus. Ja, weil die so dran pappen da, das ist das Problem. Ich hoffe mal, warte. Ja, guck mal, noch ein kleiner, das ist dasselbe. Jetzt. Und verkaufen, 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 verkaufen. Irgendwo ist hier ein bisschen zu viel. Einfach ein bisschen Platz lassen. Nee, dann steht da wieder so einer allein in der Mitte. Das wollte ich ja vermeiden. Ah, jetzt. So. Der muss eigentlich auch nicht sein. Aber egal, der bleibt jetzt da. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Aber sowas wollte ich halt machen. Ich weiß nicht, muss das sein zum Wasser hin eigentlich? Wir lassen es so, wir lassen es so. So, jetzt. Soll das auch hier zum Wasser gehen, aber jetzt sind wir nur große. Kaufe viele. Oder dunkelblau. Nee, das ist. Das sieht zu künstlich aus. Himmelblau. Das sieht aber auch künstlich aus. Das ist zu hell. Schwarz. Den habe ich doch schon hier, ne? Naja, das. Nee, das gefällt mir auch nicht.
Helles Grau. Ja, das finde ich gut. Der glänzt mir hier zu sehr. Na gut, da geht's nicht. So, dann machen wir hier noch drumherum. Und kommt zur Not weg, falls ich da noch pflanzen möchte. Vor allem pflanzen. Ja, finde ich noch nicht so gut. Muss dann eher so ein bisschen schräg gehen. Ja. Ja, hier können wir vielleicht auch noch ein Stück nach hinten. Dass die hier vorne nicht ganz so nah beieinander sind. Hey, hey, hey. Warte mal, der ist zu groß hier. Genau. So ist besser. Oh, es wird cool. Was wird cool? Der Garten. So, jetzt, genau, wir fangen mit dem Gemüsegarten an, bevor wir die richtige geile Chill-Out-Ecke bauen. Pflanzen. Moment, erst brauchen wir Architektur. Wo war's? Nein. Oh, was haben wir denn hier noch? Geilen Bällebad. Wo finde ich denn? Bei Schmucke? Jetzt ist die Frage, gibt es da auch noch eine normale? Gartenblumenkübel. Ich meine, ich könnte jetzt hier noch so einen nehmen, ne? Ey, oh, das geht nicht mal. Die kann man nicht mal... Ach so, ich verstehe, das ist für vor das Haus gedacht, so. Das ist jetzt gar nicht so direkt für Garten gewesen. Ja, dann kann ich das auch verkaufen. Boah, ist der groß. Oh, das passt doch perfekt. Hier sollte doch noch irgendwas stehen, was cool aussieht. Andere Farbe vielleicht? Jo, Mann! Und da kommt noch eine Pflanze rein. Geil! Gewässer. Haben sie... Warte mal, ist der größer? Was ist denn das für ein Teich? Wieso habe ich nur so einen kleinen? Wieso benutze ich nicht das als Pool? Warte mal. Man sieht halt, dass es kein Pool ist. Deswegen, man kann auch nicht da rein. Aber so ein Pool hätte ich gern, Mann. Das sieht viel geiler aus. Ich habe nur so einen Pimmelteich hier gekauft. So einen kleinen. Wieso das denn? Hier kann ich auch voll das große Ding hinstellen. Aber egal, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber das wäre ein Pool. Ist nur keiner. Oh, weg. Wurde direkt gefüllt. Sau gut.
Was wollte ich denn jetzt gerade? Ah ja. Pflanzen. Das sind Rabatte, ey. Was bitte soll ich denn da reinpacken? Ziergräser? Hä, wieso gibt's hier einen Kübel, wenn man da nichts reinpacken kann? Weil wenn, dann kann Nutzpflanzen werden es nicht sein. Die haben ja selber schon hier unten. Ja komm, dann lassen wir das nur als Deko. Also musst du beim Entwickeln, muss man doch merken, oh, das kann man da noch nicht reinsetzen. Lass das mal noch machen. Ah, was erzähle ich denn? So, Nutzpflanzen. Oh, hier eine Reb. Ich habe keine Ahnung. Pflaumen. Also, Champignon. Was wächst da dran, bitte? Kann man da nicht ranzoomen, ne? Oha, nein. Ja, sowas auf jeden Fall. Nehmen wir noch mehrere verschiedene Arten. Eigene Weinanbaugebiet. Heidelbeere. Genau, die Sträucher hätte ich dann gerne, die packen wir jetzt einfach da so dran. Dass die noch so ein bisschen Sichtschutz geben. Heidelbeere. Was gibt's noch? Himbeere, das ist aber echt, die sind doch so klein hier. Naja, gut, geht. Da können wir auch nur eine mehr kaufen. Hier quitten. So, quitten. Buschtomaten, Himbeerenbusch. Mehr gibt's nicht. Johannisbeere, doch. Die muss ich einpflanzen, ne? Wo ist er denn? So, da haben wir jetzt so ein paar Sträucher mit Beeren dran. Ah, die muss auch hier rein, zirquitten. Ah, cool. Ich kann auf den Zaun. So, wir haben noch ein bisschen Platz an der Stelle. Himbeeren hatte ich schon. Ich glaube, das ist zu groß, oder? Kann man ja trotzdem so einen Kirschbaum noch pflanzen? Was ist da im Weg? Das Haus? Ja, wenn... Oh, der war recht nah dran. Ja, komm, den packe ich da rein. Ich wollte zwar eigentlich nur Gemüse anpflanzen. Boah, der ist aber weit weg. Man kann ihn auch einfach da hinstellen, ne? Nee. Bringt man den erst hier durchs Tor raus. Aber es gefällt mir jetzt. Der ist schön nah am Zaun dran, so wollte ich das. Und jetzt... Oh, ich wollte schon zur Straße rauslaufen. Es macht jetzt schon was her. Wir haben trotzdem einen leichten Sichtschutz. Die werde ich dann noch nach hier setzen. Cool. So, wir haben echt nicht viel zur Auswahl, ne? Also Bäume will ich jetzt hier nicht unbedingt pflanzen, aber wir haben Karotten. Und Petersilie. Aber das geht dann im nächsten Part los hier mit dem richtigen Gemüsebeet. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben und haut drin. Bis dahin. Tschüss.